Hey ho, nächste Runde Grillchunkies Hardware-Ecke, der Werkstatt-PC. Jawohl. Ich werde mich jetzt mal um das Teil hier kümmern in dem Video. Bloß die Mechanik, sage ich jetzt einmal. Und Software, Windows draufspielen etc. pp. Damit belästige ich euch jetzt damit. Im nächsten Teil dann wird er dann wahrscheinlich schon am Laufen sein. Ja, was werde ich heute machen? Ich werde das Ding fertig bestücken mit den restlichen Teilen. Die zeige ich euch gleich. Abdichten und ja, werkstatttauglich machen. Das heißt, das Ding soll so wenig wie möglich Dreck und Staub ja, von außerhalb anziehen. Dazu zeige ich euch mal, was ich da hinten noch so alles liegen habe. Und natürlich mein PC und was mir gerade passiert ist. Zusätzliche Arbeit habe ich mir gerade gemacht, wo ich den hier reingetragen habe. Haben oben am Deckel genommen, ist mir der Deckel abgekracht und dann hat es plopp gemacht. Und seht ihr das? Ist hier unten der Fuß abgebrochen. Da war er aber schon direkt über der Platte, also ist Gott sei Dank nicht runtergefallen. Ich werde schauen, dass ich hier hinten die Löcher natürlich dann auch wieder zumache. Das ganze Teil dann eben abdichte. Das Blu-ray-Laufwerk kommt raus, das kommt dann in Schatzi-PC mit rein, weil Laufwerke optische haben da hinten keine Überlebenschance. Was ganz geil ist, in meinem Sammelsurium habe ich hier noch den Original oder das Original-Abdeckgitter. Was brauchen wir alles? Dieses Dust End Filtermatte, die ich mal aus eBay rausgezogen habe. Dann kommt noch ein großer Lüfter rein. Klar, das muss ja auch durch das Zeug durchsaugen können. Meine gute alte Asus GTX 560. Die kommt da rein, reicht für hinten vollkommen, da wird wahrscheinlich niemals ein Spiel gespielt werden. Dann als Systemfestplatte eine 860 Evo von Samsung mit 250 GB. Falls man doch noch Musik oder sonst irgendwas auf den Rechner drauf klatscht, tue ich noch die 1 Terabyte Platte aus meinem anderen Rechner einbauen. Ja, ganz genau. Dann ein paar Kabelbinder, Meterstab, mein Werkzeug, da unten flackt der Heißluftföhn und der Rolle Panzertape und noch mein Koffer mit sonstigen Utensilien. Was wir alles brauchen, das sehen wir nachher. Aber jetzt bauen wir erst einmal dieses alte Monster auseinander. Sprich, beide Seitenteile weg, Deckel weg, soweit es weggeht, dass ich das eben abdichten kann, die Front wegziehen, weil da kommt ja dann komplett die Filtermatte rein und der große Lüfter soll eben dann hier noch mit rein. Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen und was wir fertig kriegen. Aha, Kommando zurück mit der 1 Terabyte Festplatte. Ich habe gerade gesehen, es ist eine Terabyte Festplatte schon zurückgeblieben im Tower. Reicht vollkommen, also 2 Terabyte braucht man da nicht. Irgendwann kann passieren, dass ich noch die Speicher austausche und den Prozessor, dass die dann in meinem VPN reinkommen. Aber das ist dann ja anderes Video, beziehungsweise mache ich einfach irgendwann einmal. Ansonsten ist hier ja der, boah, Leute, i7-4900, hau mich tot verbaut. Naja, der größte, was auf dem Mainboard noch gegangen ist damals. Das Mainboard ist ein MSI Z87G43 Gaming. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt ganz pauschal mal weiter. Zuerst werde ich jetzt mal schnell das Netz herausschrauben, dass ich eben den Fuß wieder befestigen kann. Und dann geht es mit dem Rest weiter. Alles Überflüssige habe ich rausgerissen, rausgerupft, ausgebaut.
Das liegt hier, Haufen Kabelsalat und das Blu-ray-Laufwerk. Ja gut, das liegt da drüben jetzt. Ja, hier hinten gleich schon mal den ersten Kabelbinder von dem Kabelwust hier eingesetzt. Ja, so hat es damals ausgesehen, wo man noch nicht die Kompaktstecker hatte, noch diese, ich weiß es gar nicht, wie die dicken Stecker heißen. Ja, der obere Lüfter läuft leider direkt immer Volldampf. Oder Gott sei Dank, kann man sehen, wie man will. Die anderen Lüfter laufen alle aufs Mainboard, Systemfan 1, der vordere dann Systemfan 2 und den anderen werde ich hier vorne oben noch einsetzen, da werde ich noch basteln, das wird dann Systemfan 3. Ja, was mache ich als nächstes? Die Festplatte in ihren Schacht reinsetzen und danach dann die Grafikkarte einsetzen und dann fange ich mit dem zusätzlichen Frontlüfter an und wenn der drin ist, können wir es abdichten anfangen. Tja Leute, und jeder, der noch keine SSD hat, kann ich das eigentlich nur empfehlen, weil das System startet da dermaßen was von viel schneller. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das habe ich auch erst ja, vor nicht allzu langer Zeit festgestellt, nachdem ich mir die erste eingebaut hatte. Und ich war überrascht und schwuppdiwupp war die nächste eingebaut. So. Und das ganz Geile ist, wenn man die Samsung, sich eine Samsung zulegt, die haben auf der Website ein Programm, da kann man direkt von einer anderen Festplatte das komplette Betriebssystem rüberziehen. Tja, und das läuft ohne Probleme. Jetzt muss ich bloß die kleinen Schrauben hier zu finden. Irgendwo hatte ich nämlich welche. Ne, das sind sie nicht. Da sind sie mal nicht drin. Tja, da muss ich suchen. Im jahrzehntealten Fundus habe ich Schrauben gefunden. Hätte mich auch gewundert, wenn ich da keine habe. Und dann können wir die Festplatte, die SSD hier festschrauben. Und einsetzen. Ja, einfach den anderen Kabelbusch auf die Seite lupfen und dann rein in den Schacht. Das ist übrigens SATA 1. Da hinten macht sich die Folie selbstständig. So, Strom anschließen. Na, genau, du Feigling. Tja, und fertig haben wir schon die Festplatte drin. Und dann gehen wir zur Grafikkarte über. Ein erneutes Unboxing nach 15 Jahren, 20 Jahren. Keine Ahnung, wie lange ich die habe. 10 Jahre. Ach, egal. So. Aber ich bin froh, dass ich die Schachtel aufgehoben habe. Ich habe sogar noch Schachteln von Grafikkarten, wo ich gar nicht mehr habe. Was ist denn da noch drin? Einbauanleitung und so. Ja, solche Schachteln sollte man nie wegschmeißen. €230 hat die mich damals gekostet. Ja, heute wären wir froh, wenn man so eine bessere Grafikkarte, sage ich mal, für den Preis noch kriegen würde. Aber das Zeug ist ja leider alles sehr teuer geworden. Naja, gut, dann setze ich sie ein in den Rechner. Die geile alte Laus. Jawohl. Na, was sagt man dazu? Alte Grafikkarten sollte man nicht wegschmeißen. Kann man immer noch mal wieder gebrauchen. Und wenn es bloß für einen Werkstattrechner ist. So, jetzt sollte die Sau bloß reingehen. Da hinten drin ist sie. Oh, ich muss mal schon wieder Schrauben suchen.
So. Dann bestromen 2x6 Pin. So rum. Und somit wäre der Rechner im Prinzip schon lebensfähig, wenn wir wieder anschließen würden. Dann können wir jetzt anfangen, mal vorne reinzugucken. Sieht man das? Ja, vorne reinzugucken, die Front abzunehmen, wie wir da den zusätzlichen Lüfter installieren. Das wird jetzt eine Bastelei. Das mit dem unteren Lüfter passt so, da kannst du den Schaumgummi dann auch schon nicht reinziehen. Hier reißt man den ganzen alten Schaumgummi-Mist raus. Da wollen wir ja dann den anderen drüber, weil den kann man ja nicht einmal rausnehmen zum sauber machen. Also weg mit dem Klump. So. Wo haben wir das andere Teil? Das habe ich hier. Wie neu, jahrzehntelang gelagert, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Hier drin haben wir nochmal eine Blende für ein Diskettenlaufwerk. Ich glaube, das brauchen wir garantiert nicht mehr. So. Und dann. Wollen wir hier irgendwie den Lüfter hier so reinsetzen? Ja. Raus mit dem Klump. Und da werde ich mir jetzt noch ein paar Blechstreifen holen, Lochblechstreifen, den spack sie dann da einfach rein und schraub den da dran fest. So einfach mache ich das. Und dann können wir eventuell hier noch ein Gitter drüber setzen. Genau. Lochband, Schrauben. So Blechmuttis, wo ich da hinten dann reinklemmen kann. Wechseln Lochband halten und ja, ein Gitter. Und das verarbeite ich jetzt alles und wenn ich das soweit fertig habe, zeige ich euch das Ergebnis. Kurzer Zwischenstand, die Halter sind drin, den Lüfter kann ich hier jetzt schon festschrauben, aber ich will ja noch hier dieses Gitter drüber machen und das schneide ich jetzt noch zurecht und durchs Gitter durch, ja, wird es dann einfach festgeschraubt. Tada! Lüfter drin und angestöpselt ist er auch schon. Ja, und jetzt können wir dann mit dem Abdichten anfangen. Alles andere wäre ja soweit fertig. So, das Dust End klebe ich jetzt einfach, also ganz leicht kleben tut es. Schnell. Kleben wir jetzt einfach hier innen rein. Gehen hier bis zum Rand nämlich hinaus, weil hier unten war noch so ein, ja, so eine Ecke, wo er auch noch Luft angezogen hat. So eine kleine Aussparung und die wollen wir ja auch nach Möglichkeit zu haben. Dann hoffe ich, dass der ganze Käsekuchen da drin bleibt, sich nicht löst und das alles
schön halbwegs staubdicht macht. Aber das werde ich dann im Verlauf der Zeit sehen, merken und naja. Gut, Oberteil. Hier ist ein Lüfter drin, hier ist nichts, also müssen wir das hier auch noch zumachen. Beziehungsweise könnte ich da eigentlich auch bloß ein Dustend drüber kleben. Weil hier bläst er ja raus und hier würde eventuell wieder ansaugen. Genau das wollen wir ja vermeiden. Darum. Na, bleib oben. Packen wir das hier drauf. Hoffen, dass das hält. Schneiden das ganz einfach ab. Und gut ist, und das Loch, ja, mache ich jetzt auch noch mit dem Barz hier zu. Das wickle ich einfach ums Kabel rum. Dann kann der Deckel auch schon wieder geschlossen werden. Die Front dran gesetzt. So. Ich bin ja echt gespannt, ob das dicht bleibt. Mal. Dann sehen wir schon. Aber eigentlich hätte ich jetzt das nee, lassen wir jetzt mal so und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Tja, Freunde, jetzt habe ich noch hier hinten das Stück und oben, da habe ich leider keine Slotblende, da stopfe ich auch einfach ein Dustend rein und ach so, das hat man jetzt gar nicht gesehen. Also, hier drüber klebe ich von innen jetzt auch bloß das drauf und oben das Riesenloch habe ich leider keine Slotblende mehr. Oder vielleicht flackt eine rum, muss ich noch gucken. Auf alle Fälle mache ich das jetzt auch noch mit dem Zeug zu. Zu ist es, das ewige Leben wird das Dichtzeug auch nicht haben. Aber naja, jetzt erst einmal, sollte ich es ablösen, kann ich immer noch was machen. Und ja, schauen wir uns die andere Seite drüben an, die Rückseite. Hier muss ich gar nichts machen. Einfach bloß die Wand wieder draufsetzen. Schauen, dass sie überall drin ist und fertig. Wenn ich sie dann wieder neu kriege. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich noch was tun. Hätte ich jetzt noch genügend von dem Zeug übrig, das lege ich einfach da unten rein. Dann hätte ich hier das hier jetzt auch noch mit dem Dust End verkleben können. Dann hätte er dadurch auch noch Luft ziehen können, aber da ich das nicht habe, mache ich das hier einfach komplett dicht. Und genau hier kommt jetzt mein Panzertape ins Spiel. Mit dem klebe ich den Mist einfach zu. Und wir hätten jetzt schon wieder einer schreien, das hält eh nicht. Ja, warte mal ab. Weil bei Panzertape gibt es einen einfachen Trick. Und den zeige ich euch nachher gleich. Aber jetzt verklebe ich das erstmal alles. Und dann geht's weiter. Ich hoffe, dass das mit dem Band funktioniert. Sonst muss ich ein anderes Panzertape nehmen. Das ist jetzt alles komplett verklebt. Und jetzt kommt der Trick, dass das Panzertape dauerhaft hält. Wie gesagt, ich hoffe, dass das mit dem Panzertape auch funktioniert. Das ist ein klein bisschen anders als die, wo ich kenne. Naja, hier geht es schon wieder ab. Aber der Trick ist, ordentlich heiß machen die Scheiße. Und warum heiß machen? Na ganz einfach, dass sich der Kleber löst. Der wird so richtig schön flüssig und dann klebt er so richtig. Also beim gescheiten Panzertape ist es so.
Und ich hoffe, dass das natürlich mit dem auch so ist. Und das Zeug kriegt man danach nicht mehr so einfach weg. Also Leute, wie gesagt, beim gescheiten Panzertape hält es, weil dann der Kleber es noch so richtig verklebt. Aber, was ist das für ein scheiß Panzertape? Ich hole mal noch mal anderes und klebe noch einmal außen und drüber. Ich habe ja noch eins gehabt, noch ein schwarzes, aber das finde ich jetzt gar nicht mehr. Also das von Tesa, da funktioniert es hervorragend. Aber das Tape hier, meine Fresse. Ich würde mal sagen, das ist der Vorführeffekt. Ja, das geht schon mehr in die Richtung, wie ich meine. Jo, und schnell fertig kleben. Das Ding ist jetzt komplett verklebt. Ich hoffe echt, dass der Mist hält. Aber egal, ich habe noch genügend Panzertape auf Vorrat. Also ist das alles gar kein Problem. Dann können wir hier den Deckel zumachen. So, fertig! Fertig, fertig, fertig! Damit wäre der Werkstatt-PC soweit fertig zusammengebaut. Fast, weil hier oben die USB-Anschlüsse möchte ich noch irgendwie auch eine kleine Klappe oder irgendwas drauf basteln. Da muss ich mal schauen, aber da habe ich jetzt momentan keine Lust dazu. Ist einfach so. Aber da lasse ich mir noch was einfallen. Vielleicht mache ich hier auch bloß zwei Scharniere hin. Eine kleine Holz- oder Kunststoffklappe und ein Schaumgummi unten drunter, dass wenn man sie braucht, kann man aufklappen. Aber das wird noch gemacht. Jo, gut. Warum habe ich das jetzt so abgedichtet? Hinten die Werkstatt, Schleiferei, Flexerei, Lackiererei ab und zu, viel Staub. Ich möchte einfach, dass in das Gehäuse nicht so viel Staub eindringt. Dann brauche ich nämlich nicht andauernd sauber machen. Außen den Schaumgummi kann ich ja mal einfach bloß mal mit der Luftpistole ausblasen. Ich hoffe, dass das soweit funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das optische Laufwerk habe ich eben rausgemacht, weil das letzte hinten hat 2-3 Wochen gehalten und dann war es tot. Naja, und von dem Staub ganz abgesehen, da habe ich andauernd die Speicherbänke rausziehen müssen und wieder ausblasen. Katastrophe. Ich hoffe, dass der mal jetzt länger hält da hinten. Und naja, aber da hinten ist auch ein alter PC von mir. Das war der Vorgänger von dem. Der läuft aber. Er läuft. Zwar noch mit Windows 7 oder noch älter, egal, aber er läuft. Ja, die Teile stehen dann eigentlich auch zum Verkauf. Aber wie gesagt, da mache ich noch ein separates Video. Der wird jetzt ganz gemütlich irgendwann die nächsten Tage nebenbei am Abend installiert, wenn ich mal richtig Lust dazu habe. Und dann kommt dahinter und dann machen wir ein klitzekleines Hardwaken-Video, wo ich euch das zeige und vielleicht noch einen Benchmark drüber laufen lasse oder sonst irgendwas. Ja, okay. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es jetzt absolut wieder mal nichts mit Grillen zu tun gehabt hat. Aber es ist halt meine Hardware-Ecke. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, da kann ich jetzt dann gleich damit anfangen. Alles klar. Tschaikowski, bis
zum nächsten. Wo ich jetzt dann lecker Fleisch einlegen werde.